R-E-W-I-N-S-I-D-E. Das war geil, Mann. Unangenehm, unschön. When you try your best. Leute, wir haben es geschafft, wir haben den Stream hinter uns. Wir zeigen euch gleich ganz kurz mal, wie es hier aussieht. Aber jetzt ganz kurz erstmal vorab. Wir haben zusammen im Stream 54.185,31 € gesammelt, Leute. Diese Summe, Leute, geht zu 100% zu dir, Volkan. Du brauchst jetzt gar nicht aus dem Bild laufen. Okay, ich komme zu dir. Danke für so viel Geld. Es geht alles 100% nach Namibia in unser Projekt Tangedi Shilongo. Das ist der krasseste Stream, den wir jemals gehabt haben. Ihr hört vielleicht an meiner Stimme. Es ist jetzt quasi 10.08 Uhr. Wir werden jetzt hier nochmal 2 Stunden aufräumen. Dann gehen wir alle paar Stunden pennen und dann wird Silvester gefeiert für uns. Ihr seht das Video quasi gerade Neujahr. Es wird auch heute das einzige Video sein. Wundert euch nicht, ich hoffe mal, das ist für euch vollkommen nachvollziehbar. Und ich würde euch jetzt einfach mal ganz kurz entführen wollen und euch mal ganz kurz zeigen, wie es hier aussieht, Leute. Das ist ein ganz kurzer One-Taker. Wir haben hier aufgelegt, Leute. Wir haben Mucke gemacht mit Not So Cool. Wir haben so viele Konfetti-Kanonen gepoppt, wie es nur geht. Hier ist überall schon Müll. Es wurde schon ein bisschen was aufgeräumt, Leute. Aber wir haben noch eine Menge an Food für Silvester übrig, was ganz nice ist. Die Bierbänke werden jetzt gleich schon abgeholt. Dementsprechend müssen wir schnell abbauen. Ihr seht, Leute, das UFO ist a mess. Aber das kriegen wir auf jeden Fall jetzt auch hin. Und ja, genießt jetzt auf jeden Fall noch die folgenden Impressionen, die Thomas da noch mühsam rausgesucht hat. Ne, Thomas? Genau. Ich bedanke mich bei dir auch, Digga, dass du die ganze Zeit hier gewesen bist. Wir haben zusammen mit diesem Team was krass auf die Beine gestellt, Leute. Ja, ich weiß nicht, ich kann heulen, Mann. Ich bin wirklich so glücklich, dass wir das so heftig geschafft haben. Ich bin euch endlos dankbar als Community. Ich bin euch allen als Helfer dankbar. Das ist krass gewesen, Leute. Vielen, vielen Dank, Mann. Und ich würde sagen, genießt jetzt noch ein paar schöne Impressionen vom Stream. Und falls ihr Bock habt, mal zu sehen, wie Not So Cool Radio so klingt, dann könnt ihr euch gerne in der Videobeschreibung das Aftermovie vom Bootshaus angucken bei Aerochrone. Und dem Aerochrone-Kanal gerne ein Follow da lassen und ein Abo. Genießt jetzt noch ein paar wunderschöne Szenen aus dem Livestream. Und ich bin damit draußen. Wünsche euch ein frohes neues 2018. Haut rein. Wir sehen uns morgen bei weiteren Videos wieder. Dankeschön. Warum habe ich die Banane aufgebraucht, weil ich dumm bin? Ich war einmal erst, das ist so kranker Druck. Leistungsdruck des Todes, Mann. Selbst die ganze Abiturprüfung. War richtig schön, dass der hier gerade passiert. Ja, ey, ist alles cool. Überholt mich doch alle. Oh, ist geil. Oh ja, oh ja, Vierter auf einmal. Ja, Zweiter. Ich werde der. Was? Alter. Ich war Zweiter. Ich war Erster. Scheiße, Alter. Aber immerhin. Immerhin noch besser als Revi. Ist das schwer? Ich glaube nicht. Wohnerin. Lass mich jetzt zu Ende spielen. Nein, jetzt verpiss dich mal, Mokuba. Nein, ich hab keinen Bock mehr mit ihm zu spielen. Hey. Mokuba, gib euch die Hand. Nein, jetzt geh mal easy ab. Nerv mich, Mokuba. Alter. Nerv mich. Revi, bitte. Ich hab keinen Bock mehr mit ihm zu spielen. Nerv jetzt nicht. Mokuba. Nerv jetzt nicht, Alter. Geh mal easy ab, wo gut ist. Probier doch jetzt einfach mal, was zu spielen. Was ist das denn, Alter? Wie sollen wir denn hier eine Chance haben, Mann, du Mistgeburt? Ich hab's geschafft, ja! Erstmal verkackt. Erstmal verkackt, ne? Boah, Junge, Revi, ich hoffe, Leute spenden nochmal für dich einfach. Bitte halt deine Fresse. Ich schwör's. Ich bin Erster, seit wir angefangen haben zu spielen. Diese ganzen Büsse, Mann! Ja, so ist das immer. In der letzten Runde passiert dann der größte Fuck-up wieder. Ich bin zufrieden damit, mit dem Ergebnis. Ich spiel nie wieder, verpiss dich. Junge, übertreib jetzt nicht. Ich meine das ernst. Nicht. Ich schwör auf alles. Du fuckst mich richtig ab. Ne? Ich bin mega stolz auf dich. Was? Jetzt verstehe ich erst, was ihr vorhattet, die ganze Zeit. Ihr seid solche Idioten. Ich hab die ganze Zeit gedacht, was macht ihr? Aber dann in dem Moment wusste ich, Mokuba würde sowas nie tun. Trinke Flasche und zieht ihm über den Kopf. Stell dir mal bitte vor, das wäre echt. Du hast so Streit mit jemandem an der Konsole. Und das Bootshaus ist quasi hier bei uns eingezogen für eine Stunde, für die halbe Stunde. Dann machen wir nochmal eine halbe Stunde. 35.000! Ey! Leute, krass! Ich würde sagen, das feiern wir jetzt auch gebührend. Ey, ganz ehrlich, ich hasse sowas, ich hasse so ein Spiel und ich schreie und ich werfe den Controller weg. Ja. Es könnte sein, dass ich den Laptop einfach umboxe oder jemand in meiner näheren Umgebung. Kannst du Horror Games sowas spielen? Nein, gar nicht. Korrekt, da haben wir hier 4 Schisser sitzen, alle 4, geil.
So. Oh. Oh, fuck! Warte, was? Jackpot! Ja, hier! Ja. Da vorne ist er! Ey, ohne Witz, drei Räder und Puppen ist das Schlimmste in Horrorspielen oder Filmen. Mach nochmal eine Aufgabe. Er hat die Tür zugemacht. Jo. Oh, das sieht doch Friedhof. Richtung Friedhof. Auf den Friedhof, oh, genau. Oh. Ist das so? Oh. Was soll ich machen? Kann ich kämpfen? Kann ich kämpfen? Kann ich kämpfen? Laufen! Ich kann in die Richtung. Nein! Ist das stressig? Okay, warte. Der labert. Aber der hat ein Messer in der Hand, oder? Digga, der hat ein Messer. Ja, aber der läuft gleich volle Pulle auf dich zu. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich bin friendly, ja? Und Herr Scheiß, Mann. Mach die Tür zu! Mach die Tür zu! Hab ich vergessen! Ja, das schaffst du! Mach die Tür zu, wenn es geht. Ja, da kannst du reingehen. Ah, das war's. Das ist ein Schlüssel, links, links. Links. Schlüssel. Nimm es. Vielleicht kannst du den damit rauslassen. Oh, oh, fuck, Alter! Aua! Alter! Oh, was? Mein Herz! Alter! 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 Ja, warum war wohl das Spiel weg, Leute? Ja, wir müssen das hat aber keiner von uns gemerkt wieder, ne? Nee. Wir haben jetzt die Logitech-Spende hinzugefügt, Leute. 41.000 Euro, dank Logitech, Leute! Logitech hat 3.750 Euro hinzugefügt, Leute. Danke, Izzy. Danke für den Nebel, ne? War echt geil. Kelly, möchtest du noch irgendwas sagen? Du hast meinen Pulli nachgekauft. Willst du mich verarschen, Mann? Immer meinen Style klauen. Komm, geh zur Sturmwaffe. Komm. Hau ab. Bist du denn motiviert so? Ja, klar bin ich motiviert. Hast du denn noch... Kann ich mal deinen Motivationsschrei hören? Aber du bist auch dabei. Mach mal richtig. Soll ich jetzt echt schreien? Ja. Aber muss mir das Mikro geben. Nein! Ey, das ist halt so eine dumme Frage. Wer. Alter, du hast mich gekniffen. Ich dachte schon, das wäre der Schock. Alter, das tat richtig weh. Ja, das ist schön. Das tat richtig weh. Was war die Frage? Eichelkäse, ja oder nein? Rechte Hand rot und klopft auf den Punkt. Ja, auf den Punkt. Ach komm schon! Hä? Nee, ist nichts mehr frei! Weg! Mann! Hallo Tobi! Finger weg! Du hast nichts mehr frei, Mann! Jetzt mal auf grün! Was? Okay! Hi Tobi! Ewig fange ich mal mit. Du hast mich gebissen, Mann! Wer weiß? Was sollen wir machen? Was? Komm, Kopf auf Rot! Was? Ich krieg den Kopf nicht auf Rot, nie im Leben! Okay, dann Kopf auf Blau. Linkes Bein auf Blau. Alles gut. Ey. Boah, ich muss pupsen. Oh nein! Was? Ich pupse jetzt an. Oh, mach bitte weiter. Das sieht so schön aus. Das Knie. Das Knie, Alter. Oh Gott. Alter. Jetzt tut den euren Ellenbogen den rechten auf gelb legen. Was? Was? Tut euren Ellenbogen den rechten auf gelb legen, Mann. So. Und jetzt tut ihr die andere Hand auf blau und haut immer auf den braunen Kreis drauf. Genau. Das linke Bein auf blau. Oh, komm schon. Hä? Also, Noah, spiel weiter. Noah, du schaffst das. Noah, spiel Was? Weiter. Du tust jetzt deinen rechten Fuß auf gelb machen. Was? Und jetzt haust deinen Kopf auf rot. Was ist aus meinem Leben geworden? Jetzt tust du deine linke Hand. Was? Kopf auf blau. Was? Und so bleibst du jetzt eine Stunde nur. Warte. Wie spielst du dann? Hab ich jetzt gewonnen? Nein! Wie geht das mal? Oh, das ist so ein Spiel auf jeden Fall. Eine klasse Idee gewesen. Definitiv. Jungs, ich habe schon das erste Geschäftsmodell besorgt. Marc,
Wir machen einen Foodtruck. Liebe Damen, haben Sie nicht eventuell Interesse daran, etwas Leckeres zu essen? Und zwar Kill Del Hunger, Quesadillas, Tacos, Burritos. Hm? Kommen Sie, warte, ich fahre den Truck mal ein bisschen näher ran. Damen, hallo, kommen Sie zurück, bitte. Die Dame, die Dame, die Dame. 50.000 Euro! Woo! Ja, Mann! Fucking ja, Mann! Ja, Mann! 50k, Alter, was geht ab? 500 Euro von D5 Rainer, gute Besserung, Revi. Ja, Mann! Und dann kann Volkan euch mal ganz kurz sagen, was dadurch alles möglich ist, Leute. Zu der Frage, was können wir mit dem Geld machen? Es ist witzig, wir könnten eigentlich eine neue Stadt bauen in Namibia. Das ist, also mit dem Geld können wir das Projekt natürlich erweitern. Wir können weitere Schulcontainer kaufen, was wir vorhatten auch mit dem Geld. Damit wir noch mehr Schulplätze haben und noch mehr Kinder aufnehmen können. Weil das Schulprojekt ist einfach klein und wir können nicht genug Plätze anbieten für so viele Kinder. Ja. Durch das Geld absolut noch mehr Kinder. Wir haben vor, eine Suppenküche auf die Beine zu stellen, damit sie wenigstens einmal am Tag eine gesunde und warme Mahlzeit haben. Wir liegen fast bei 52.000 Euro. Wahnsinn, das geht ja richtig krass schnell. Ich würde gerne auch nochmal 1.000 drauflegen wollen von meiner Tasche. Ja. Das heißt, wir liegen im Endeffekt so um die 53.000 Euro, die wir gesammelt haben. Ich bedanke mich hier auf jeden Fall auch bei Petrit und Mo und Schlorox, wie sie alle heißen, die hier alle donated haben. Mark Butz hat donated, Leute. Das sind jetzt gut 53.000 Euro, die wir jetzt für dieses Projekt haben. Und das bedeutet da wirklich die Welt. Also das ist wirklich, ich meine, ich bin da nicht so drin wie du, aber ich habe einen Eindruck gewinnen können, was schon unsere Spende vom letzten Jahr von 12.000 Euro bewirkt hat. 54.000 Euro, Leute. Wow, danke. Ein riesiges Dankeschön von Herzen und wir sind damit raus. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao, Leute. Tschüss, Dankeschön. Ciao.